Jetzt kommt ein absolutes Highlight, was Preis im Verhältnis zu Genuss angeht. Und zwar ist es unser Merlot Barrique Affinato in Legno, das heißt im Holz oder in der Eiche verfeinert. Und das merkt man dem Wein beides an. Also zum einen den Merlot. Der Merlot bringt viel Zwetschge, viel Pflaume und damit auch viel Frucht. Und das Holzfass bringt so ein bisschen Vanille, so ein bisschen Eiche, frisch gesägte Eiche, ein bisschen röstige Noten, also so fast so ein bisschen wie Toastbrot, kann man sagen. Und unheimlich viel Kraft, obwohl er aus dem Veneto kommt, also aus Nordostitalien, die Gegend hinter Venedig. Wunderbarer Speisenbegleiter, toll finde ich den für nicht ganz so komplexe Gerichte. Also super dazu, wer Pasta al Ragù, deutsche Umgangssprache, Spaghetti Bolognese, am besten reines Rinderhackfleisch nehmen, nicht gemischt Schwein und Rind, wie man es in Deutschland oft macht, reines Rinderhackfleisch und dann viele kleine Gemüsewürfel dazu, Sellerie, Karotten und nur so ein bisschen Tomatenmark mit dazu. Schmeckt klasse.